Hallo, Let's Fan hier. Wieder zurück mit Super Mario 74 nach einer langen Pause, die für euch vielleicht 2 Tage dauerte. Für mich aber 3 Monate. Und ich bin heute nicht allein und nicht irgendein Querulant namens Aaron beteiligt mich, sondern stell dich selber vor. Mahlzeit, der Laudings-LP mein Name. Ja, und der wird uns heute begleiten, der ist ein anderer Let's Player. Der hat das Spiel auch Let's Played und ich habe mir gedacht, hey, wieso lade ich nicht einfach mal ein und wir starten wieder. In der, ich glaube, wie heißt die Welt? Ich habe keine Ahnung. Starten wir einfach mal in der Lumininus-Sphäre, Turm des Westens. Ich habe die Welt mir auf Stream kurz angeguckt und ich kann euch eins garantieren. Alles, was da vorkommt, war Kinderscheiße. Diese Welt ist dermaßen knöppelhart. Das ist Pixelarbeit zu jeder Stelle. Ja, ich zeig's mir das, damit ich auch schön verzweifle, bevor ich da ankomme, ne? Guck sie dir mal an! Krank, krank. Da oben! Ein Kumpel von mir, Master R 1003 oder jetzt Sir Ruben 1003, hat diese Welt geschafft ohne Safe State, okay? Bis zur nächsten Welt hat er das komplette Spiel ohne Safe State geschafft. Okay. Mein Respekt an dieser Stelle. Ja. Da zieh ich einen Hut vor. Und schon bin ich tot. Ach. Ich guckt euch. Ach du Scheiße. Das findest du schon schlimm? Das ist nur der Anfang, den schaffe ich. Ja. Wenn ich warm werden würde, ich den auch schaffen ohne Probleme. Problem ist, ich habe seit 3 Monaten nicht mehr gespielt. So, und jetzt kommt schon der erste schöne Sprung in diesem Land. Ich muss nämlich da hoch. Nett. Oh Gott, ich habe so Angst. Wenn ich das noch muss. Vor allem, weil ich mir eigentlich vorgenommen hatte, ohne Safe States zu spielen. An einer Stelle muss ich es dann mal doch. Guck dir mal das hier an. Ich glaube, für den Safe States überlege ich mir aber nochmal. Ja, würde ich auch vorschlagen. Vor allem können wir das... Ich glaube, ich weiß, wo ein Stern ist. Zumindest weiß ich ungefähr, wie ich lang muss. Und der ist scheiße schwer. Der ist... Also, ich habe hier 1 Stunde vergeudet. Und ich habe es jetzt hingekriegt. Und los! Siehst du das? Ich sehe das. Und es gefällt mir nicht. Nein! Das Problem ist, wenn du falsch aufkommst auf den Scheinen, dann zerspringt sie dir. Ja. Und ja, ich habe vergessen was. Die Außenperspektive da, oder wie das heißt, soll ich immer nehmen für die Welt. Das wird ein Spaß. Ich glaube, da werde ich eine halbe Stunde für einen Stern brauchen. Ich reg mich jetzt schon auf. Das ist ein gutes Zeichen. Aber für wen? Oh Mann. Ja, ich glaube, so... In dieser Welt spätestens kommen dann auch meine ersten richtigen Rages zum Vorschein. Rage for the win. Was ich auch noch mir vorstellen kann, dass das funktionieren könnte. Nee. Oder ja nicht. Ich versuche es einfach mal. Irgendwas sagt mir, dass es nur beim Versuchen bleibt. Ich glaub's auch. Aber ich lebe noch. Ja, noch. Ah, weißt du was? Wir machen einen anderen Stern. Ist da überhaupt ein Stern da oben? Ah, ich sehe schon, komm, da oben ist nur eine rote Münze. Das sah gut aus, gerade. Das sah schon gut aus, ja. Das... Ah, das mit gut aussehen ist so eine Sache, das kann man leider nicht immer. Das sah schon fast gut aus, mit, davon abgesehen, dass es schon fast schlecht aussah. Ja, und noch blond dazu. Und... Alter. Mario! Mach mich nicht traurig, willst du wirklich, dass ich dich anbette?
Der steht auf sowas. So ein SM-geiler Klempner. Ah, das sieht gut aus. Ich habe mir die Welt, ich habe ja gesagt, ich habe ja gesehen, wie ein Freund das fast Face-Test frei gemacht hat. Ich habe dabei nur kurz reingeguckt. Und da stand, und er hat mir auch gesagt, er hat keine Face-Tests benutzt. Und ich glaube ihm das jetzt einfach mal. Ich werde mir das Let's Play natürlich noch von ihm angucken. Daumen hoch hat er ja schon. Speichern, speichern, speichern. Oh man, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Oh, ein Stern! Also die speichern, ja gelernt, speichern, ne? Speichern! Das Problem, was ich jetzt bisher sehe, ich habe noch keine Münzen in der Welt gesehen. Oh, böse. Ja. Und mit Stern Ahoi, ne? Ja, ich mach mal kurz einen Schnitt. Und weiter ja, geht's. Wie hieß denn der Stern eigentlich? Weiß ich nicht, habe ich nicht geachtet drauf. Ach, das war sogar der richtige. Sprungmaster. Nein, Mastro. Irgendwas sagt mir, dass ich jetzt sehr viel fluchen werde. Irgendwas sagt mir, dass du recht hast. Wir brauchen irgendein Thema, das uns nicht wütend macht. Kätzchen. Kätzchen. Ich mag Kätzchen. Kätzchen sind niedlich. Scheiß auf Kätzchen, ich will eine E-Gitarre. Hast du nicht schon genug? Davon kann man nicht genügend haben. Stimmt. Ist so ein bisschen wie Geld. Dein Geld verschwindet und wird wertlos. Eine gute Gitarre wird aber immer mehr, immer wertvoller. Ich meine jetzt bloß vom Thema, kann man nie genug haben. Aber Gitarren kann man nicht mit Geld machen. Ich meine, hat man sich früher mal eine Aktie von Gibson gekauft? Was ist man heute reich? Pack dem erst mal hier lang, weil da habe ich auch einen Stern entdeckt. Ich glaube zumindest, da ist ein Stern. Naja, besser als Aktien von Facebook. Siehst du das? Lachen wir hier eigentlich aus, weil es so lustig ist oder weil wir so eine panische Angst haben? Verzweiflung. Verzweiflung. F5-Taste, Safety-Taste, du wärst mein bester Freund. Oh Mann, wie soll ich an die Münzen kommen? Ich habe keine Ahnung. Achso. Ich glaube, ich schreibe Lucky Lord mal an, dass er mir noch eine leichtere Version hacken soll. Deppen-Version. Eine Deppen-Version, genau. Au. Au. Gewagt, gewagt. Ich versuch's mal ohne Safe State und schon. Da kannst du froh sein, dass du nicht mit Tastatur spielst. Alter. Oh, Alter. Ich kann heute Nacht nicht mehr schlafen, so viel Adrenalin. Ich hätte ja jetzt gedacht, dass irgendwas mit den Chakras passiert. Weil ich liebe Chuck ja so sehr. Mhm. Hab ich gehört. Oh Mann. Es gibt ja... Ist das so episch gekommen, hätte mich der Chuck ja jetzt gerettet und dann wieder runtergeworfen. So eine kleine Verzögerung. Du dachtest, du hast sicher falsch gedacht. Chuck, mein guter Freund, ich habe dir doch so oft das Leben gerettet. Wie oft hast du mir das Leben gerettet? Das eine in meinem Peru, das war ein Shy Guy. Verdammt, ich meine schlechten Wortspiele. Aber ich habe was sehr Interessantes gehört. Was in der denn? Letzten Welt, als in der Bowser Stage, soll es ja keine 8 roten Münzen geben. Ja? Es soll 16 geben. Ach du Scheiße. Du und du und jetzt auf den Shy Guy. Nein! Aber ich habe alle Münzen erwischt. Das war doch mal stylisch. Nein, war's nicht, das war mein Tod. Naja, Zeitverzögerung und so würde ich meinen. Bei Tipps, was ich machen soll, bitte melden.
Der Chaka steht im Chaka. Ich sterb! Das ist der einzige Tipp, den ich für dich habe. Guck mir mal hier mal die Welt vielleicht mal ein bisschen von unten an. Ich muss dich... Ja, irgendwie hat mir ja schon einer gesagt, die Welt sieht von unten auch nicht wirklich besser aus. Nee, also ich würde mir jetzt lieber die Radieschen von unten angucken, als das. Schlechte Worte. Ich hab mich schon gefragt, wann ich drauf gehe. So bodenloses Level. Also ohne Death Ground. Das kann man sich ja ercheaten an sich und... Ja, schmeiß mich runter. Und wie tief soll man dann fallen? Bis zu mir nach Hause in die Hölle und... Oh, ich kann verstehen, was du von den Chucky also magst. Ja. Ich sehe schon kaum, irgendwo in der Wand ist eine... Habe ich gerade wirklich den Kuba getötet? Ich habe keine Ahnung. Das hat sich bei mir gerade so angehört. Und... Wie heißt es noch? Laudings? Nein, das ist der Cube aus dem Portal, so, oder? So, ich dachte jetzt, du würdest mich was fragen sehen. Könnte sein, so, das andere ist... Mein only friend! Wieso musste ich ihn verbrennen? Vielleicht ist es auch, keine Ahnung, goldener Gamecube. Sehr schlecht, und, Sketch. Oh je, es geht ja noch rote Münzen hier. Oh nein. Look me, Lord, du bist ein Monster. Also ganz nebenbei. Ja, so. Ich mag perverses Genie und so. Wo Wahnsinn und Genie aufeinander trifft. Und? Nein. Weißt du was? Ich töte jetzt erstmal alles. Und ich lebe! Ja, das hatte ich auch schon ab und an, dass Chuck ja mal gütig war. Aber nicht so oft. Ich glaube, das ist, nennt sich nicht Gütigkeit, sondern einfach nur Pech. Ich will über den Chuck ja spielen. Chaka. Ich bin im Feuer. Kamera, mach mit! Ja, Kameras. Gibt schon einige. Bessere. Nein! Ah, egal. Das war jetzt die Rache für den anderen Chakra. Ja. Könnte ich endlich auf die Musik mal aufreden. Guck mal, Astrid, also nochmal. Der zweite Versuch ist, geh mal in die Richtung. Was bringt in die Richtung? Ach. Blue Coin Switches. Man mag sie doch nicht. Nur mal so aus reiner Interesse. Wo waren die blauen Münzen? Ich weiß es nicht. Ich habe nur die eine gesehen. Ah, da. Die sind so über den Arsch der Welt verteilt und so. Ach, es gibt nur zwei. Ach so. Bisschen lame, oder? Zumindest waren sie nicht so bösartig verteilt wie beim Sonnenstrand. Oh, ich hab das gesehen. Da hab ich ja jetzt schon Schiss vor. Safe-State-frei! Safe-State-frei, am Arsch. Der Stern wird offscreen geholt. Kann ich mir ja auch ercheaten. Warte mal, da ist ein Loch! Ja, da war ja was. So geht's auch, ne? Aber mal so ganz nebenbei bemerkt, muss ich sagen, dass das Level schön gezeichnet und so ist, also... Schön gezeichnet, finde ich auch. Und die Texturen passen einfach richtig gut. Linda sagt mir, dass ich mich verspielt habe. Es wäre ein schönes Level, wenn es nicht so scheiße schwer wäre. Ja, ne? Ich glaube, das Loch ist wirklich ein Death-Loch. Wenn du da reinguckst, hast du Pech gehabt, ne? Wo jetzt sah es ganz gut aus.
Du lebst. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, weil das Teil hat mich erwischt. Mal gucken, was da oben ist. Ich sehe schon. Verzweiflung. Das pure Böse und so. Ich sag jetzt mal nichts dazu, dass ich schon ganz oben war. Ja, da musst du auch erstmal rauskommen. Ja, das hört sich immer so einfach an. Und nein, Aaron, du würdest es nicht besser machen. ich würde mal Münzen sammeln bei einer Stelle. Scheiß drauf, ich habe einen F7-Knopf. Stimmt. Das ist ein Fehler, das Spiel zu spielen ohne Save State. Was sagt mir das? Nachher sollst du raus, Mario. Und dafür auch schon mal Hut ab an Lückmüller. Der hat das Spiel wirklich, der hat es ja komplett ohne Save State geschafft. Jo. Was, dass er durchgewascht ist? In der Zeit, in der Zeit, wo ich zur ersten Welt gegangen ist, hat er die erste Welt schon abgeschlossen. Ja, so in etwa. Gut. Nein, hier oben war ich schon. Jetzt beginnt der wahre Spaß. Oh Gott. Ich hab Angst. Drück mich. Fühl dich mal gedrückt. Ich kann gerade nicht durchs Internet. Ja, drück mich durch den Fernseher. Das erste, was ich drücke, ist der Abzug meiner Knarre, wenn die mit der Vuvuzela draußen nicht aufhören. Ja, heute ist Deutschland-Spiel. Wer spielt eigentlich gegen Deutschland? Ich habe da keine Ahnung. Portugal, glaube ich. Und jetzt setzt es auf jeden meiner möglichen Tasten auf eine neue Aufnahme starten. Mentale Vorbereitung. Nicht im geringsten. Anspannung. Das wird lustig. Ich soll mal aufhören zu knallen da draußen. Nein! Oh, es sah so gut aus. Ich war ja schon drüben. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie hoch ich bin. Ja, das ist das Miese an der Kameraperspektive. Irgendwas sagt mir, dass hier wirklich jeder Stern ist, allerdings ein Kandidat für meinen Zeitraffer ist. Und ich bin weg. Irgendwie schön, ja. Juhu! Aua! Das hat wehgetan, du Arschloch! Ja, ich kenne das, wenn ich so durch die Gegend renne, stoße ich mich auch einfach mal so in der Luft. Da war ein Stern. Ganz knapp vorbeigehüpft, ha? Aus Interesse, was ist da drüben? Das ist doch hier nicht umsonst. Nein, da geht's weiter. Ich würde mir die Stern holen. Da war ein Loch. Ich will wissen, was in dem Loch ist, drin ist. In den meisten Löchern ist eigentlich was Gutes drin. Meistens. Wenn nichts drin ist, dann muss was rein. Da ist ein Schild drin. Nichts weiter. Oder ah wie? Ja, ich will 100%. Ich tue auch die 5 geheimen Secrets finden. In jedem Achso. Level. Au. Jetzt darf ich wieder reden. Mysteriöses versteckte Objekt 2 von 5. Dieses Objekt gilt seit ein paar Monaten als verloren. Aber auch vorher, es hat eine Menge an kleines eingebußt. Nachdem es Ende 2010 jeden Rest im Ruhm verschenkt hatte, verloren fiel die Hoffnung, ein gewisses Duo erneut sehen zu können. Das sieht ein bisschen aus wie das Zeichen von Rare. Jo, das soll es auch darstellen, soweit ich weiß. Oh.
Und es war auch der Stern. Oh, ein Stern noch. Ein Stern noch kann ich die Aufnahme beenden. Speichern auf jedem Knopf. So muss das. Deine Fraps-Zahl ist aber gerade gefährlich niedrig, kann das sein? Ja, weil ich gerade speichere. Achso, ja, gut. Und weiter geht's. Ein Stern noch. So, jetzt geht's weiter. Das sagt doch schon alles. Das sagt doch schon alles, dieser Name. Ich will nicht mehr, ich bin meine Mama. Ja, aber ich glaube, sie will nicht zu dir in deinem Zustand. Nein. Oh Gott. Look, mein Lord. Wieso hast du mich so? Er hat, ich glaube, er ist Misanthrop und hat Menschenhass und sowas. Ja, SM geil. Wie andere leiten. Gut, wo geht man diesmal hin? Natürlich ist er SM geil. Sofern man SM als Super Mario abkürzt. Boah, das sieht immer so schmerzvoll an. Das Dau! Ich habe zumindest das Secret gefunden. Das war das eine, was ich mir wirklich Sorgen gereitet habe bisher. Die zwei Sterne, wo ich jetzt geholt habe, da habe ich letztes Mal über eine Stunde versucht, ohne was zu kriegen. Ich habe das aufgenommen, ja. Da habe ich aber bemerkt, scheiße, ich sollte vielleicht mein Mikro einschalten. Ja, ich hasse das. Passiert mir auch sehr gern mal. Münzen! Oh Gott, Münzen erinnern mich an 100. Finden hier mal 100 Münzen. Ich glaube, ich breche hier den 100% One ab. Ich denke, ich habe irgendwo einen Stern vergessen. Oder zwei. Ich habe aber keine Ahnung, wo die sind. Nein. Das wird bestimmt lustig. Du ohne Safe-State, diese Welt. Okay. Ficken, Alter. Ich glaube, ich mache jetzt doch mit Safe-State bei der nächsten Aufnahme. Du! Das lohnt sich nicht mehr. Du hast das Grauen gesehen. Ja, eben. Es ist böse! Ich sehe tote Menschen. Ich sehe tote Stimmen. Mal anderes, jetzt komm her, du rotes Arschloch. Komm, komm, komm. Nee, ich glaube, ohne Safe-State spiele ich das erst, wenn ich das Leben satt habe und danach einen Amoklauf begehen würde oder irgendwie sowas. Ich habe eigentlich geplant, irgendwann später mal das Spiel zu rebooten ohne Safe-State, wo ich noch die ersten Welten gespielt habe. Oder komme ich da ohne? Kommst du her, Schalke? Oh Mann. Secret! Nee, oder? Keine Secret in den Box, bitte. Ich voll Idiot. Das war richtig schlau. Ja, dafür bin ich bekannt. Ja, aber ich glaube, ich bin nicht besser. Das war wieder Trollololol. Okay. Die Münze ist in der Wand verschwunden, oder wie? Nee, das hätte ich gehört. Ach so. Warte mal, das ist ein Stern. Ach, eine rote Münze, wie schön. Sterne. Komm zu mir! Hätte klappen können. Ich sehe, wie ich zu dem Stern komme. Der Sprung sah jetzt sehr mega aus. Irgendwie. Mega ist mein Hobby. Und dieser Sprung, was ich jetzt wieder machen darf, wenn ich denke, dass ich machen muss, ist mal wieder mega beschissen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie hoch... Sehe ich da gerade... Ich glaube, du kommst ganz wirklich höher. Nein, habe ich auch nicht das Gefühl. Tief durchatmen.
Nein, pack das Messer weg. Du redest wohl mit deinem zweiten Ich? Ich rede mit Patrick. Und mit Peter. Keine Frage mehr, okay, Peter kennst du ja auch. Ja. Leider. Ich war gerade, weil ich auch Patrick heiße. Das hätte ich jetzt nicht gesagt. Okay, meine Videos gucken eh so gut wie niemand. Zumindest niemand Wichtiges. Jo. Zumindest niemand, der RTL mag. Das Problem ist, wenn den ganzen Scheiß springen, ist sein ganzes Gamepad jetzt verschwitzt. Das kann ich mir vorstellen. Solltest du einen Auffangbehälter unten machen? So ein Abtropfsieb. Da komme ich vielleicht hier hoch? Ja, nicht. Ich lasse mal aus meinem Betrieb so eine Luftpistole mitgehen. Dann noch so einen Luftanschluss und dann geht's ab. Oh je, oh je. Oh je. Das sieht mir wieder so ein richtig toller Schump, genau, ein teuer Schump aus, der mir sehr viel Freude bereiten wird. Ich glaub's auch bald. Okay, die nächste Plattform ist ein bisschen besser gelegen. Nämlich erreichbar. Oh man, Luckmelot ist echt ein menschenverachtendes irgendetwas. Muckliloid! Muckliloid? Muckelmilord. Mogli? Mogli? Vielleicht heißt sie ja wirklich so. Das alles ist nur wegen einer Münze. Oh Gott. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Oh Gott. Ich seh's. Wie ich gerade nur noch so eine Dia-Show hab. Warte mal. Ich muss sagen, ich habe schon 17% aller Münzen dieser Welt. Also so viele wie ich brauche. Ich kann ja nachgucken, in der Beschreibung steht da drin als Erfolg, wie viele Münzen es gibt hier gibt. Oh Mann. Irgendwas sagt mir, dass der 100 Münzstern und der rote Münzstern zwei verschiedene Sterne sein werden, da ich wahrscheinlich auf dem Weg zum roten Münzstern sterben werde. Also. Nein! 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 Danke! Puh! Aber wie man jetzt in der Welt hängen kann, wenn man einfach nicht weiß, was man zu tun hat. Ja, das ist schrecklich. Fast so schlimm wie Hautkrebs. Hautkrebs, wie Hausausschlag. Hausausschlag ist was Tolles, das ist nichts Schönes. Hausausschlag, ja. Ja. Die hält sich so die Fassade an und so eine komische organische Flüssigkeit läuft heraus. Ja, und dann musst du so mit Wandfarbe dann drüber und... Nur Wandfarbe. Und Bepanthen und so ein ganzen Kram. Ich merke da gerade was ganz Tolles. Ich sollte mich vielleicht auch beschäftigt stellen, wenn ich letztens. Ja, ich sehe es gerade. Ja. Wenn ich Let's Play bin, komme ich online. Also entstehen die spontansten Together. Irgendwie schon. Ja. Ja, ich glaube, ich muss jetzt einen schönen Sprung machen, wenn du siehst, was ich vorhab. Ja. Oh ja. Oh, nochmal so eine Box. Nix drin. Verarsche hier. Trollalalal. Ich hab grad gedacht, hier ist ein Bullet Bill. Warte mal, warte. Ganz kurz.
Da hat's was. Oh, das sieht nach diesem einen total bösen Stern aus. Das sieht mir nicht nach einem bösartigen Stern, das ist der bösartige Stern. Bösartigste von allen. Dam dam dam! Aua. Ich hatte langsam das Gefühl, dass Mario das gefällt, wenn man ihn so quält. Ja, das ist ständig am Lächeln, ne? Ja, ja, geil! Er ruft ja auch immer, juhu! Die Welt gefällt mir von Minute zu Minute weniger! Ich merk's schon. Mir auch. Weißt du was? What? Ich bin froh, dass ich nicht gesagt habe, ich spiele das Spiel ohne Save-State! Ich bin froh, dass ich diesen Eid gebrochen habe und brechen werde. Ich wollte gerade sagen, irgendwie hast du ihn noch nicht gebrochen. Aber ich glaube, bei dieser Welt. Was ist Rage? Am Ende ist, dann willst du mit Safe State spielen, nachdem du es gebrochen hast, und dann brauchst du irgendwie keine, weil du eh nicht drauf gehst. Jetzt kommen richtig geile Jumps. Das wäre aber zu utopisch, dass ich mal in einem Mario-Spiel nicht sterben würde. Beziehungsweise in einem Level. Und Voraussetzung. Oder muss ich da anders hoch? Da würde ich hier einen Kreissprung ausführen. Sieht aber nicht so aus, als würde das reichen. Ist ja schön, wenn ich das überhaupt hinkriegen würde, hier einen Dreifachsprung. Das könnte reichen. Das könnte Pixelsprünge werden. Merkst schon. Oh. Ganz, ganz überdübel. Was? Ich freue mich schon denselben. Ich glaube, das. Ich glaube, denselben Stern darf ich mir nachher noch mal holen. Und wie das reichen würde. Wie das nicht reichen würde. Ich hab's doch gesagt. Es muss doch irgendwas Schlimmes bei Luke Lord in der Kindheit passiert sein, dass es so einen Scheiß ja. macht. Keine Schokolade. Und viel zu viel RTL. wie er uns verbieten wird, dieses Let's Play weiterzumachen. Oh ja. Oh ja. Ich nenne es, ich glaube, ich weiß schon, wie ich den. Luke Miller, das sadistische Arschloch. Hex, da wird schon auch irgendwie sowas richtig Schönes drinstehen. Wenn du das nicht änderst, komme ich zu dir persönlich und bring dir ganz lecker Muffins. Und bestimmt, ich... Japanische so, oder kann... Und es endet bestimmt damit, dass ich so ein Loblisch halt... Look Lord, wir wissen, wo dein Auto steht. Und jetzt tun wir es anzünden, weil wir so lustig sind wie du. Alter. Oh Gott, er wird mich sowas. Ich glaube, ich muss hier wirklich mal lernen, wie ich Wörter überpiepse. Welche Wörter wie? Ich glaube, ich würde lieber durch Null teilen, als das Level ohne Safe-Stats zu machen. Chuck Norris schafft das. Okay, Chuck Norris kann auch Griechenland noch rächen. Da fällt mir ein toller Witz ein. Was passiert, wenn Deutschland, was wäre, wenn Deutschland spielt gegen Griechenland? Was wäre, wenn Deutschland verlieren würde? Das wäre doch schon eine, das wäre eine ziemliche Pleite für uns. Boah, ich hier kaum was höre. Skype und so kackt gerade anscheinend übelst ab. Ja, das macht es gern. Aber ich höre dich noch gut und das reicht. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass wir in diesem Part wirklich noch Fortschritt erwarten können. Na, da können wir doch gleich random Gelaber anwerfen. Einmal im Mond auf Eis, bitte.
Tut mir leid, wir verkaufen keine Brustwarzen. Feuer, Feuer, der Schmerz verletzt dich nicht. Wer mir sagen kann, aus welchem Buch dieses, wie dieser Zitat stand, der kriegt Kekse von mir. Weiß es nicht. Tut mir leid. Ich gebe euch einen Tipp. Es ist von Bren... Nein. Ich sage jetzt nichts. Das war schon zu viel eigentlich. Er heißt Bra am Anfang. Bren. Ist ein Fantasy-Autor aus England. Und in dem Buch geht es um darum, dass Bibliothekare die Welt beherrschen. Ah, okay. Nee, und uns dann mit so altmodischer Technik, wie zum Beispiel Maschinenpistolen, zurücklassen, während die so welche neuartigen Sachen haben wie Schwerter oder Treppen. Okay. Sehr lebenswert. Es ist, auch wenn man kein Fantasy macht, das Buch ist dermaßen krank. Ich meine, der Typ hat eine derart, das geht da der Handy für mich eben so von Erbe her, sehr mächtige Fähigkeiten, zum Beispiel zu spät zu kommen. Das hört sich jetzt für uns vom ersten Blick so dämlich an. Der Typ schafft es wirklich, zum Erschießen zu spät zu kommen. Der Typ schießt auf ihn und die Kugel kommt viel zu spät zu ihm, sodass die Kugel erst einschlägt, wo er schon weg ist und so die Kugel, also zur Kugel zu spät zu kommen. Tut einen anderen Messer in die Brust rammen. Tja, kann ich jetzt gehen? Der andere hat die Fähigkeiten zu stolpern und hinzufallen. Das macht er, was passiert. Die komplette Bibliothek liegt im Schutt und Asche. Die eine hat Fähigkeiten, morgens, wenn sie aufwacht, scheiße auszusehen. Dann sieht sie aus wie, ihr Großvater. Weil wenn sie aussehen würde, wie ihr Großvater, würde sie ja hässlich aussehen. Ja. Der andere hat die Fähigkeit, sich zu verlaufen. Der wollte als Kind mal in seine Schule in Sibirien aufs Klo und kommt in Italien raus. Okay. Der andere hat die der Hauptperson hat die Fähigkeit, Sachen zu zerstören. Der fässt einen Huhn an und lässt es wieder los. Wo er es loslässt, fallen ihm alle Fäden raus und es weigert sich strikt was anderes zu essen, außer Katzenfutter. Das Buch. Ich nenne es nicht, ich nenne das Buch nicht mal so, es heißt sondern nur noch das Buch des großen Trollerlolls. Bei alle paar Seiten musst du das Buch hinlegen, entweder um Facepalm zu machen oder sich einfach schlapp zu lachen. Um sie am Bauch zu halten. Das Buch kostet glaube ich auch nur so 5 oder 6 Euro. Es gibt 5 Teile, nur 2 sind in Deutschland erschienen. Na. Schade eigentlich. War an sich jetzt eine gute Geschichte. Und es ist jetzt, er tut eben gewollt, das sieht man auch, er tut gewollt Erzähltechniken benutzen, die eigentlich nur frustrieren sollen. So dass er sagt, das Buch soll eine Biografie sein über den Helden, sozusagen. Okay. Und er will beweisen, dass er kein Held ist, sondern eigentlich nur ein Arschloch. Zum Beispiel, stürzen sie mit ihrem Drachen ab. Drachen ist übrigens ein Gerät, eine Flugmaschine, die komplett aus Glas besteht. Okay. Ja, dieses Buch ist sehr, sehr seltsam. Sehr eigen, würde ich sagen. Ja, es ist aber eines der interessanten Buche, die ich seit letzter Zeit gelesen habe. Ja, auf jeden Fall. Da stellen sie ab und niemand stirbt und da sagen, seid ihr jetzt enttäuscht, dass niemand gestorben ist? Ich weiß, erzähltechnisch wäre das jetzt sehr wertvoll gesehen. Ich habe die schon angemotzt, deswegen, wieso niemand die Höflichkeit gehabt hat, abzukratzen bei so einer spannenden Stelle. Aber wenn es euch beruhigt, am Ende des Buches auf Seite bla bla stirbt die Hauptperson, die Hauptprotagonistin. Als erstes habe ich immer die letzte Seite aufgeschlagen. Oh nein, ich war es nicht wert. Sie war tot, sie lag tot am Boden, Blut überströmte ihr Gesicht. Ich versuchte sie zu wecken, aber sie war tot. So tot wie eine Autobatterie, nachdem man den ganzen Nacht lang das Radio laufen ließ. Und die ganze Zeit so welchen Scheiß. Und dann ganz dahinter zu schreiben, wieso schreit allerdings, ja. Wieso? Ihr denkt ja nicht wirklich, dass das Ende des Buches ist. Natürlich nicht. Ich habe das nur geschrieben und diesen dummen Arschlöcher, die jetzt wirklich am Ende des Buches geblättert haben, zu suggerieren, dass sie wirklich tot ist. So welche Menschen können doch wirklich verbrannt. Oder 2 Stunden lang Dieter Bohlen zum Hören bekommen. Also da glaube ich, wäre ich doch lieber tot. Ja. Da habe ich mir ja, heute war ich ja auch aus der Animax.
Ich schwinge mir gerade meine ganzen Fails überrede. Weil ja, Animax, da haben wir auch eine neue... Oh ja! Ja! Oh. Ich hätte geschrien, wäre hier oben eine rote Münze gelegen. Ganz heftig! Oh, oh Gott! Ja. Geschafft! Oh. Denk mal, das war eine Safe State. Treffender Name! Ja. Look, Miller, du weißt, wie du deine sadistischen Machenschaften nennen sollst. Ja. Definitiv. Ja. Auf jeden Fall, ich war auf der Animax, da war heute auch eine neuartige Anime-Serie geguckt, die bald rauskommt, auf Japanisch mit deutschen Dub, deutschen Untertitel. Da reden die ganze Zeit, ich dachte, die Welt geht unter jetzt bald. Dann reden die ganze Zeit darüber, um den Weltuntergang, da kommt so ein Passant, auch Japaner, und sagt in so einem deutschen Dialekt, ich habe auch mal gedacht, die Welt ist und geht unter, doch dann gab es doch keine neue CD von die Dub-Bohlen. Ich habe so einen abgelacht. Boah, okay. Ja, der redet Deutsch, aber beschissen, dann reflektiert er über dieser Bohlen ab. Ach ja, ich gebe dir einen Tipp, hier gibt's einen Stern. Ah, cool, danke. Der ist recht schwer zu holen, aber... Ich muss hier direkt abspringen. Siehst du das? Jo, ich sehe das. Ich gebe dir einen Tipp, wie du die Münze ganz leicht holen kannst. Die Münze, genau. Du gehst hier lang, wenn du hier bist auf der drin Overworld. Die gehen sehr schön. Gehst hier hoch. Okay. Ein bisschen Übung. Ein bisschen viel Übung bräuchte ich. Oder ich mach's ganz einfach und gehe einfach die Treppen hoch. Je nach dem bisschen suggerieren, dass ich Spiel wirklich ein Arschloch ist. Oh. So, jetzt gehen wir hier hoch. Und hier haben wir eine Federkappe. Übrigens, hier ist kurz... In dieser Röhre da hinten ist auch eine komplette Welt. Oh. Und hier gibt's eine der besten Nebenwelten, wo es gibt. Also die hat mir am meisten Spaß gemacht bisher. Hier ist ein Schild. Und du fliegst vorbei. Ja, mache ich gern. Und ich muss jetzt auflegen, weil ich jetzt gleich angerufen werde. Das weiß ich jetzt schon. Du siehst ja. Ja. Oh je. Also ich war Let's Pain. Wenn euch dieser Part gefallen hat, Daumen hoch, wenn euch sehr gefallen hat. Daumen runter, wenn euch nicht gefallen hat. Favorisieren. Und auch nicht diesen komischen Coach, der mit mir geredet hat. Die Stimme in meinem Kopf. Da... Ich hoffe, das ist mir schon mal passiert. Ich habe einen Kopfkater dabei gehabt und dann hat man nur meine Stimme gehört. Ja, ich hoffe, dass man ihn auch hört. Diesen Couch nicht abonnieren. Nicht abonnieren nicht vergessen, so richtig. Ja, dann. Tschüss. Tschüss.